Ich bin ganz froh, dass es bei diesem Spiel keine Miiverse-Charaktere vor allem. Miiverse-Kommentare gibt. Also die standardmäßig eingeblendet werden. Ja, es gibt eine Miiverse-Community, klar. Aber nicht so wie bei New Super Mario Bros., wo dann nach einer gewissen Zeit... Okay, jetzt bin ich raus. Wo dann nach einer gewissen Zeit einfach irgendwelche Sachen eingeblendet werden. Es wäre reichlich demotivierend, irgendwie solche Sachen zu lesen wie... geschafft im First Try. Ich habe noch alle meine Leben. Ach ja, aber solche Geschichten habe ich generell im Miiverse einige Male gelesen. Also bei einigen K-Leveln. Geschafft im First Try. Und übrigens habe ich 99 Leben. Das ist der ultimative Beweis dafür. Was natürlich absolut gar kein Beweis ist. Denn immerhin könnten sie auch die Extra-Leben in einem K-Level zusammen farmen. Und dann zufälligerweise eben mal das Levelende mit 99 Leben erreichen. Also das ist blödsinnig, wenn man sowas dann liest. Da denkt man sich so, ach, was seid ihr denn für kleine Schnupser? Das glaubt euch doch, das nimmt euch doch keiner ab, nehmt euch das. Das müsst ihr schon auf Video aufnehmen, damit es euch, andeutungsweise irgendjemand glaubt, aber... Und dann müsst ihr gleichzeitig noch dazu LP'en, und dann müsst ihr noch irgendwie glaubhaft machen, dass es tatsächlich ein Blind-LP ist. Ja, dann, können wir nochmal drüber reden. Aber ansonsten... sage ich dazu nur, das sind doch alles... Noobs sind das. Diese Leute, die sowas ins Miiverse schreiben. Oder jetzt gleich unter die Kommentare, unter dieses Video. Je nachdem. Ui, das war knapp. Und eigentlich auch unnötig, weil an der Stelle muss man gar nicht schnell machen. Ich meine, man kann, aber man muss nicht. Bananarama-Münzen, alle auf der Welt. Alle auf der Welt. Ui, der Sprung war sogar zu früh. Warum habe ich ihn gemacht? Ich habe keinen Schimmer. Badau! Badau! Ich hätte nach links. Warum war ich jetzt noch so auf rechts fixiert? Ich weiß es nicht. Man sollte doch einfach mal auf die Stangen gucken. Dann sieht man es doch, wohin man springen muss. Oh Gott. So. Also nochmal. Schnu, schnu. Und go. Affe ist on fire. Affe kann das, Affe darf das, Affe schafft das. Ich bin da zuversichtlich. Relativ. Und man kann ja auch relativ viele Bananaramas einsammeln. Das stimmt mich auch glücklich, dass ich den Sprung nicht geschafft habe, stimmt mich weniger glücklich. Aber dafür haben wir diese Station hier. Ich glaube, die wissen schon ganz genau, warum sie das hier eingebaut haben an der Stelle. Eben weil es so schwierig ist, da unbeschadet durchzukommen, ohne ein einziges Herz zu verlieren. Das ist dann wieder was Faires von den Entwicklern, muss man schon sagen. Hätte ich mir an so manch anderer Stelle aber irgendwie auch gewünscht. Wenn man ganz ehrlich ist. Naja, okay. Flop, flop, flop. Ich mag diese schnellen Plattformen irgendwie nicht. Also die sich die ganze Zeit hin und her bewegen. Ich meine, man kann darauf sicher verweilen, das ist immerhin ein Vorteil. Aber irgendwie habe ich... keine Ahnung. Die ganze Zeit eine unbegründete Angst, dass ich aufgrund dieser Plattform in den Abgrund fliege. Weil ich irgendwie zu schnell bin oder so, ich weiß es nicht. Was mich da so genau daran stört. Hui. 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 Ja. So, nach links diesmal. Wow. Sehr knapp. Sehr doof. Sehr dumm. Niemals. Niemals, niemals, niemals. Wieder. Hoffentlich so. Das wäre zumindest ganz nett. Gut. Ansonsten, ja, das Let's Play von Teddy und Schweizer guckt ihr wahrscheinlich noch nebenbei, ne? Ne, ne, ne? Also, wenn nicht, dann bitte noch gucken. Hier, Let's Play, Teddy und Schweizer. Ho, 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 together Let's Play. Ho, schnu, schnu, schnu. Ja, kann man ja gucken. Zu eben diesem Spiel hier. Und die beiden machen das zusammen. Und andeutungsweise machen sie es wahrscheinlich manchmal sogar gut. Ja, das glaube ich schon. Mittlerweile sind sie vom reinen Let's Play-Verlauf her sogar weiter als meine Wenigkeit, so wie ich das mitbekommen habe. Allerdings auch nur in Anführungszeichen. Weil sie die ganzen Kong-Buchstaben und Abkürzungen und bla und bli und blub irgendwie nicht geholt haben. Für sie ging es dann ja mehr tatsächlich ums reine Ankommen.
was ja wahrscheinlich auch zu zweit schon mal an sich eine Leistung ist. Und hab da dementsprechend in die späteren Videos von den beiden nicht mehr reingeschaut, weil ich mich da jetzt auch nicht selber spoilern wollte. Aber okay, ja, das ist dann etwas, was ich dann ja auch bei Zeiten noch nachholen kann. Das ist ja das Schöne bei Let's Play Videos, die werden ja nicht schlecht oder so. Im Gegenteil, je älter das Let's Play Video, desto... Naja, nee, auch nicht unbedingt. Eigentlich gerade bei mir nicht. Zu früh. Je älter das Let's Play Video, desto besser der Let's Player. Das würde ich an der Stelle mal bezweifeln wollen, irgendwie. Ich meine, unsere ersten Gehversuche waren doch alle grottig. Seien wir doch mal ehrlich. Da haben wir heutzutage so viele Dinge dran auszusetzen. Da kann man jetzt nur von der Technik reden, aber wir können auch über andere Dinge reden. Wie Wortgewandtheit oder generell Unterhaltungsfaktor oder dergleichen. Nicht, dass ich mir anmaße zu behaupten, dass ich unterhaltsam wäre, aber naja, ihr wisst schon. Gewisse Dinge... Gut, jetzt haben wir Banana Rammers mal nicht ein. In dem Fall brauche ich sie auch mal wirklich nicht. Dup, die du, die dup, die dup, die dup. Ab und zu bin ich aber vielleicht doch ganz lustig. Und das ist dann auch der Grund, weiterzumachen. Das ist ein Grund. Anderer Grund ist, weil mir das Ganze hier einfach Spaß macht, euch zu präsentieren. Beziehungsweise mit euch zusammen einfach zu zocken. Ja. Also, das heißt zusammen. Aber eben dadurch, dass ihr mir Kommentare schreibt und so, nehmt ihr ja quasi gesehen an meiner Zocksitzung hier teil. Zwar ein bisschen zeitlich versetzt, aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Und ich kann da ja auf eine gewisse Art und Weise auch sehr viel... sehr viel Feedback draus ziehen. Mein erster Versuch hat mir echt am besten gefallen. Ist ja oftmals so, ne? Dass man irgendwie beim ersten Mal noch relativ unbelastet an die ganze Sache herangeht und sich deswegen von vielen Dingen nicht so aus der Ruhe bringen lässt. Und dann, wenn es dann später drauf ankommt und wenn man den ganzen Mist eigentlich nur wiederholt, dann ist das Ganze plötzlich ein riesengroßes Problem. Irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer. Einfach nicht nachdenken, Hering. So fährst du am besten. Oh, ja. Fluppidi. Flipflop. Wow. Auch vor diesen Kipp-Plattformen habe ich mittlerweile Angst. Aber nur weil das dort, wow, hinten so schlecht mittlerweile klappt. Dabei war es doch am Anfang so schön. Es hätte so schön werden können. So schön. Und dann war da auf einmal der Wurm drin. Und versuch erstmal einen Wurm aus einer Banane rauszuholen. Das ist also aus einer Banana Rammer. Das ist erstmal ein Aufwand, du. Also wahrscheinlich eher nicht, aber naja. Welcher Wurm nistet sich schon in Banana... Jetzt spring oder daneben. Nistet sich schon in Banana Rammers ein. Das gehört sich nicht für Würmer. Banana Rammers sind einzig und allein für Affen da. Wow. 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 So. Jetzt bist du wieder im Flow. Im Flow. Im Flow. Im Flow. Alles im Load auf dem Boot. Alles im Buddha. Auf dem Kudda. Kudda. Wow. 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 Schnubbidi. Alles im Load, auf dem Tempel. Auf dem Tempel vor allem. In dem Tempel. Wer baut diese Tempelanlagen überhaupt? Das kann mir doch keiner erzählen. Das hier muss ein Affe gewesen sein. Bei der Bauweise. Bei den komischen Fallen. Bei dem... Warum gehen wir hier eigentlich nochmal rein? Das hat doch absolut null mit den Pingu-Schnupsa zu tun, oder? Wir wollen doch eigentlich nur unsere Insel zurückhaben. Naja, gut. Was soll's.
Okay, hier treiben auch ab und zu ein paar Pinguine ihr Unwesen, aber wen juckt's? Wenn die gerne hier rumschweben, dann sollen die das halt machen. Das ist nicht mein Problem. Aber der Affe ist halt ein gründliches Wesen. Der Affe an sich kann es nicht ab, wenn sein natürlicher Feind irgendwie in nächster Nachbarschaft herumkreucht und fleucht. Das geht mal überhaupt gar nicht. An der Stelle mal eine recht spannende Frage. Meint ihr, irgendwann wird oder werden die Kremlings in den Donkey Kong Spielen reaktiviert? Oder ist das so ein Relikt, das wir niemals wiedersehen werden, weil es so strikt mit Rare zu tun hat? Wow, wow, wow! Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich würde King K. Rool schon ganz gerne als Gegner wiederhaben wollen. Ganz ehrlich. Weil ich ihn einfach immer echt cool fand. Wow. Der Rest war einfach. Schönes lila Paket. Schönes lila Geschenkpaket. Schnuppi, schnuppi, schnupp, schnupp, schnupp. Und sogar alle Puzzleteile. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Okay. Welt 5K damit auch unbeschadet überstanden. Wow, das ging heute besser als erwartet. Echt, ich hatte jetzt gedacht, das dauert anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, wie auch immer. Wie ich hier in diesen ganzen K-Leveln sitze heute. Aber gleich 2K-Level und ich nehme quasi eine knappe Stunde auf. Das ist echt gut. So, okay. Ja, die King K. Rool-Thematik können wir ja später vielleicht nochmal irgendwie aufgreifen. Jetzt machen wir erstmal, den Boss der fünften Welt, wollte ich sagen. Fünf Boss. Punch mit Punch. Der wird jetzt wahrscheinlich eine größere Herausforderung sein, als alles, was ich heute jetzt schon gemacht habe. Wie ich mein Glück so kenne, aber okay. Punch mit Punch. In einer schneeigen Umgebung, ja oder nein? Nö, einer traubigen Umgebung. In einer fruchtigen Umgebung. Fruchtig, fruchtig. So. Ich möchte das Ganze mit Dixie beschreiben. So. Dixie hatte sie verdient. Badu. Wo sind wir hier? Oh. Was bist du denn? Ach so, du bist ein Eisbär, der gerne Eis schlägt. Baduz. Oh. Schnapp, schnapp, schnapp. Warum sind da Piranhas drin? Und warum ist er so sauer? Wir haben sein Eis nicht aufgefuttert. Das waren die Piranhas. Was bist du denn für einer? Ach du Scheiße. Okay, Moment. Wahrscheinlich erstmal, du haust dann zu oder so? Naja, genau. Badum. Okay. Das verstehe ich. Upsala. Rufst du Freunde oder so? Was zum Teufel? Wow. Kannst du aufhören mit dem Scheiß? Was ist das denn? Aha. Kann man euch... Ach so, so kann man euch kaputt machen. Ah, guck mal einer an. Das ist ja interessant. Ich kann mich noch zusätzlich treffen. Aha, aha. Ja, du bist ja ein Schnuffiger. Aber genau, dass wir gegen Eisbär antreten, das hatte ich ja irgendwie schon fast vermutet, als ich das Spiel angefangen hatte quasi. Ich meine, das heißt Tropical Freeze. Tropical Freeze. Hm? Ja, ein sehr fieses Spiel. Tropical Freeze. Wir kämpfen gegen Eisgegner und dergleichen. Da sollte man doch annehmen. Oh. Ja, da sollte man doch annehmen, dass auch ab und zu mal irgendwie arktische Gegner auftauchen. Neben Pinguinen dann durchaus vielleicht auch mal so ein Eisbär. Der Eisbär ist sauer. Oh, oh, oh. Whee! Ein Purzelbär. Oh. Boink! Ein Purzelbär. Was hat der purzelt? Der Purzelbär. Du, die, du, die, du. Was zum Teufel? Mega Hammer! Wow. Coole Eisattacke, Kollege. Ich möchte auch so einen Hammer haben. Wo kriegt man den? Kann man den irgendwo kaufen oder bestellen? Gibt's den bei Amazon?
Krieg ich eine Formstellergarantie oder irgendwie sowas? Hui! Nix Purzelbär diesmal. Hm. Oh. Flupp. Zum Glück habe ich Dixie. Sonst wäre das jetzt schief gegangen. Hm. So, wie viele Treffer noch? Ich glaube, das war jetzt mein fünfter, ne, bei ihm. Man kann nur Vermutungen anstellen, wie lange das jetzt noch dauern wird. 6 Treffer? Oder doch 9? So wie bei so manch anderen. Ich meine, er ist ja schon ziemlich zornig. Also könnte man doch fast davon ausgehen, dass da bald Ruhe im Karton ist. Hui, Purzel, 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 Purzel. Gepurzelt. Danke für das Herz. 6 Treffer. Der Kampf ist aber einfach nur ziemlich lange. Ansonsten bist du ein Schnupser. Schnupsbär, Winnie, der Schnupsbär. Wohin du auch gehst. Oh, bitte schnups mich mit. Scheiße. Aha. Interessant. Wenn ich links und rechts ins Wasser reinfallen würde, wäre ich dann sofort tot. Oh, oh Gott. Okay, was reibt man nicht? Wäre ich dann sofort tot? Oder würde da... Das ist die Frage, ne? Würde ich mich rausretten können. Hui! Das war knapp. Danke, dass du das aber mal wieder gemacht hast. Sein komischer Hammer hat jetzt auch nicht mehr die Eisummantelung. Also voll lame geworden im Endeffekt. Mist. Scheiße. Naja. Ist, glaube ich, schwierig, ihn so zu treffen. Wenn er dann die ganz großen... Die ganz großen Eisklumpenhaufen macht, über die man dann drüber hüpfen darf. Da dann noch mit der Bombe drüber zu kommen, ist echt schwer. Aber würde den Kampf unter Umständen noch ein bisschen abkürzen. So, jetzt dürfte ich ihn aber mittlerweile 8-mal getroffen haben. Das heißt, oh Gott! Der nächste Treffer ist hoffentlich dann Finale. Interessant. Sofern er dann seinen nächsten Treffer irgendwann demnächst mal macht. Hui! Badum. Okay. Seinen nächsten Schlag mal macht, wollte ich sagen. Musik freigeschaltet. Neue Figuren bei Funky und jetzt haben wir einen Eisbären verkloppt. Ja. Wer ist nun der König des Tierreichs? Affe oder Eisbär? Gorilla gegen Eisbär. Das wäre doch mal ein Duell. Zwei natürliche Lebensformen, die natürlich sind, die sich in freier Wildbahn so niemals über den Weg laufen würden. Na gut, der Gorilla würde vermutlich dem Eisbären doch aus dem Weg gehen. Glaube ich jetzt einfach mal. Oh, wir sind übrigens zu Hause angelangt. Trautes Heim, Eis allein. Ja, in der Tat. Wir sind zu Hause. Die Donkey Kong Insel, das hat ja lange gedauert hierher zu kommen. Aber nun sind wir da. Ja. Und was uns hier alles für Abenteuer erwarten werden, das gehen wir beim nächsten Mal an. Oder machen wir jetzt noch weiter? Weiß ich nicht. Nee, ich würde erstmal ganz gerne die Aufnahmen sichern und ich glaube, dann mache ich die Videos fertig und dann lade ich erstmal hoch. Vielleicht mache ich nachher noch weiter oder so. Oder ich nehme was anderes auf. Keine Ahnung. Mal gucken. Für den Moment war es, glaube ich, erstmal wieder ganz okay. Und ich habe ja ein bisschen was geschafft heute. Welt 4 und Welt 5 komplett abgeschlossen. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Gut, ja. Für den Moment sage ich dann aber erstmal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald. Beim nächsten Mal gibt's vielleicht das Finale. Mal gucken. Also, bis dahin.